Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von German Help Out. Ich habe ja das Video hochgeladen mit diesen Tutorials, ja oder nein, wo ihr halt eure Wünsche äußern könnt. Und da hat jemand gefragt, wie man 3D-Text erstellt in Photoshop. Und ich meine, dazu gibt es da schon Tutorials, aber ich habe mir überlegt, dann mache ich halt auch eins, weil, ja, keine Ahnung, ihr wolltet, ihr kriegt und ja. Also so soll es am Ende aussehen. Und ich zeige euch einfach, wie das funktioniert. Erstellt euch eine Datei mit euren Bildschirmmaßen am besten oder anderer Maße, was ihr halt haben wollt. Nehmt das Textwerkzeug und schreibt einen beliebigen Text. Ich nehme German Help Out einfach. So. Ja, die Schriftgröße könnte ich eigentlich auch noch ein bisschen größer machen. So. Jetzt wollen wir den Text so ein bisschen perspektivisch machen, damit es halt so aussieht, als würde es nach hinten gehen oder nach vorne. Dazu macht ihr einfach Rechtsklick auf die Textebene, geht dann hier auf Text rastern und dann könnt ihr bei Bearbeiten und bei Transformieren könnt ihr auf perspektivisch. Und dann könnt ihr an den Ecken halt immer so andocken und das dann halt verschieben. Ich bin da drin ehrlich gesagt nicht so gut, deshalb kann das bei mir ein bisschen länger dauern. So, ich lasse es jetzt einfach mal so, ihr könnt euch das ja denken, wie das sein soll. Gut, jetzt bleibt ihr einfach auf der Ebene, haltet Alt gedrückt und geht dann entweder nach links oder nach rechts auf den Pfeiltasten. Ich mache jetzt in dem Fall nach links und drücke dann halt ja, 10, 20 Mal. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Das ist halt je nachdem, wie weit oder wie völlig ihr den Text haben wollt. Also damit meine ich, wie weit ihr den Text nach hinten gehen haben wollt. So, dann haltet ihr Shift gedrückt, markiert dann mal die erste, also die Kopie 17 in dem Fall. Geht dann runter bis zur Kopie von dem Text. Die geht ihr dann auf eine Ebene reduzieren, zieht dann die originale Textebene einfach drüber, dass sie oben ist, macht dann Doppelklick drauf und dann seid ihr bei den Fülloptionen, bei dem Ebenenstil. Und dann geht ihr einfach auf Verlaufsüberlagerung, wählt euch einen Verlauf aus, ich nehme jetzt ja einfach mal den. So, geh auf OK. Und dann seht ihr, ihr habt, also es sieht schon ein bisschen 3D aus. Dann könnt ihr, damit es noch ein bisschen abgerundet wird, könnt ihr einfach erstmal die Ebene auf mit darunter liegender Ebene reduzieren, damit ihr halt die Textebene auf einer Ebene habt. Und dann drückt ihr STRG J, um diese zu duplizieren. Dann geht ihr auf Bild, Bearbeiten, Transformieren und auf Vertikal spiegeln. Dann steht es auf dem Kopf. Und dann passt ihr das so an, dass es halt direkt aufliegt. Das kann auch überlappen. Das kann man dann später wegradieren. Und das ja, sieht nicht schlimm aus, wenn es ein bisschen überlappt. So, dann macht ihr da den Haken. Und dann stellt ihr die Deckkraft einfach runter. Ich nehme jetzt in dem Fall meistens so, ja, 43%, 40-50%, sowas in den Dreh ist eigentlich am besten. Und ja, das war's eigentlich schon. Das ist nicht schwer. Das könnt ihr ganz einfach nachmachen. Ihr könnt natürlich auch noch den Hintergrund verändern. Ihr könnt anstatt den Verlauf könnt ihr einfach eine Textur drüber legen. Das ist euch überlassen. Und ja, genau, bevor ich vergesse, ihr könnt hier, wenn ihr das überlagert, jetzt schreibt gerade Simon an, also Simon von uns German Help Out, der kommt dann halt mit ins Video. Hier muss ich jetzt ein bisschen drüber radieren, weil halt das sonst mit sich überlagert hätte. Simon, hör auf. Also sorry für das kleine Outtake, das bleibt jetzt einfach im Video. Beschwert euch bei Simon, nicht bei mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann bitte bewertet das Video, abonniert uns, schreibt Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.